Hey ho und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich neuen Projekt Spiritfarer. Spiritfarer ist ein kleines, süßes Spiel, das ich bei Zombie auf dem Kanal gesehen habe, beziehungsweise auf dem Stream-Kanal, der das aber leider nicht mehr weiter verfolgt hat nach zwei Streams und das war von 2020. Und ich fand das Spiel so süß und knuffig, dass ich das unbedingt selber spielen wollte. Allerdings gibt es direkt mal eine Triggerwarnung am Anfang. Soweit ich das jetzt gesehen habe, befasst sich das Spiel durchaus mit Selbstmord und psychischen Erkrankungen. Wenn ihr sowas nicht abkönnt, lasst es bitte. Ach ja, und natürlich auch Trauer und Verlust, da es in diesem Spiel darum geht, dass wir Verstorbene auf dem Weg ins Jenseits begleiten. Beziehungsweise wir sind höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, in einer Zwischenwelt, wo die Seelen der Verstorbenen ankommen und wir verschiedene Aufgaben für diese Seelen erfüllen müssen, damit sie ins Jenseits übergehen können. Ich habe halt, wie gesagt, schon die ersten 4 Stunden von dem Spiel mitbekommen. Es ist ein bisschen, die Charaktere, denen wir begegnen werden, sind nicht alle mit einem glücklichen Leben davon geschieden, sondern haben verschiedene Sachen durchgemacht, haben durchaus auch verschiedene Erkrankungen gehabt, psychische Erkrankungen. Und deswegen die Triggerwarnung mal am Anfang, wenn euch das zu viel ist, wenn ihr das nicht abhaben könnt, dann... Also, dann guckt es nicht. Ich muss selber gucken, wie ich drauf reagiere, da ich selbst einige psychische Erkrankungen habe. Und die Streams haben mir jetzt persönlich nichts ausgemacht, aber ich weiß nicht, wie ich halt darauf reagiere, wenn wir dann irgendwann weiter sind. Aber ich möchte es trotzdem gerne spielen und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Das Spiel gibt es im Xbox Game Pass. Kostet auf Steam, glaube ich, 23 Euro, die normale Version. Die Deluxe Edition kostet 33 etc. Ich spiele das über den Account von meinem Verlobten, weil er den Xbox Game Pass hat. Ich spiele ja auch an seinem PC etc. Spiel starten. Man kann mehrere Spielstände machen. Ich spiele es übrigens am PC. Einzelspieler. Ja, es gibt auch einen Coop-Modus. Den will ich vielleicht irgendwann mit meinem Verlobten mal machen, aber für den Anfang ist es besser, wenn wir alleine sind quasi. Oh, Entschuldigung. Okay. Endlich. Hallo? Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest, Kleine. Welche Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Charon. Der Seelenfährmann. Zumindest war ich das, bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, um hier zu verschwinden, aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich hoffe, dass das mit dem Ton passt. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Stella. Willkommen, Stella. Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wie heißt er? Daffodil, okay. Süß. Aha. Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen. Und meine Aufgaben übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Und deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfährfrau sein. Hör zu, deine Aufgabe hier wird alles andere als einfach sein, aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bring sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite stehen.
Die große runde Brücke dort drüben ist die Immerpforte. Das Alpha, wo alles beginnt, und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Sterben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Stella. Vergiss das niemals, Stella. Hier, ich muss dir etwas geben. Hi. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist das Immerlicht. Das Symbol deines Status in dieser Welt und das einzige Werkzeug, das du hier brauchen wirst. Oh, was macht die Katze? Moment, was machst du denn? Oh, wie unangebracht. Entschuldigung, die ist nicht erzogen. Und sie hat sich auch ein Bällchen geholt. Nun, das reicht jetzt aber. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Es wird ein Licht in der Dunkelheit sein. Die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Okay. Wir können fliegen. Okay. Haben wir jetzt das als Kette oder was? Hoffnung ist eine Flamme. Das Licht, das nie erlöscht. Das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht, und sie ist schwierig und unbequem. Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben. Und an diese Momente. Ihr seid schließlich die neuen Seelenfährleute. Oh, eine letzte Sache noch. Wenn ich weg bin, wirst du dir dein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung ruderst, solltest du ganz in der Nähe eins finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Leb wohl, Stella, und viel Glück. Du wirst es brauchen. Alles klar? Oh, unser Immerlicht hat sich zum Ruder gemacht. Auf in unser Abenteuer. Okay, wir sind da. So, bewegen können wir uns mit WASD, springen wir mit der Leertaste und interagieren können wir mit E. Drücke die Leertaste, um zu springen. Halte die Leertaste gedrückt, um höher zu springen. Okay. Hallo, wer bist du denn? Drücke E, um zu interagieren. Ja, mache ich doch, aber irgendwie will der nicht. Achso. Hallo? Mhm. Ah, jetzt. Stella! Oh. Mhm. Du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Mhm. Du siehst gut aus. Und der Fuddel ist auch hier, wie ich sehe. Mhm. Dann brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Wer bist du? Du scheinst uns zu kennen. Ah, vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Mhm. Ich bin's, Gwen. Okay, wir freuen uns anscheinend sehr. Gut, dass du mich gefunden hast. Mhm. Aber wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh, du bist die neue Seelenfährfrau. Mhm. Du bist Charons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden bin nur zufällig hier gestrandet. Ich sitze schon seit einer Woche auf dieser ekligen Insel fest und lebe von Sardinen und Zigaretten. Gesunder Lifestyle. Mhm. Schon komisch. Früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt ein Immerlicht. Mhm. Natürlich. Siehst du das Schiff da drüben? Das ist groß, ja. Ein bisschen groß. Mhm.
Das ist es. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen, aber du solltest es übernehmen. Kann ich einfach so ein Schiff klauen? Da du die Seelenfährfrau bist, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns da drüben auf dem Deck. Ich werde dir alles erklären. Okay, dann gehen wir mal rüber. Ah, wir können auf dem Balkon stehen. Können wir da rein? Nee, noch nicht. Okay. Katzi, komm! Oh, cool. Ah, wir können uns hinsetzen. Das ist cool. Ah, wir mit der Tasse können wieder aufstehen. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wunderbar. Ja, die Seelen sind in dieser Welt, die haben eine Tierform. Ich hüpfe nie vor Freude herum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Weitaus besser als erwartet. Also, so wie ich die Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Gut. Und da du die Seelenfährfrau bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahre Gestalt annehmen. Das ist zumindest meine Theorie. Warum siehst du mich so an? Komm her und umarme mich. Okay. Genau. Wir können ihr was geben, Nahrung, reden, umarmen und stimmen. Dann umarmen wir sie mal. Kuscheln. Viel besser. Komm mit. Sehen wir uns dieses Chaos mal an. Ja. Couch und allerhand Krempel. Was für ein Durcheinander. Erinnert mich an Tante Petunias alten Hof. Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich nachdenken. Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Er ist ein örtlicher Schiffsbauer. Und seine Witze sind erbärmlich. Aber nur er kann ein Schiff auf Vordermann bringen. Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Du fragst dich sicher, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Woher ich das alles weiß? Nun, ich hatte doch meine Flucht geplant, weißt du noch? Und du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Geh und schließe die Kajüte auf, Stella. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein und du musst ihn nur zu Alberts werfen. Okay. Ich habe getan, um deine aktiven Aufgaben anzusehen. Stich in See, Kapitänin. Starte dein Schiff von Stellas Kajüte aus. Okay. Okay, das ist der Kartenprojektor. Althafen. Ah, okay, mit der Maus bewege ich jetzt. Das ist die Immerpforte. Okay, nee, da wollen wir nicht hin. Das ist der Althafen, da sind wir gerade. Da muss das hier Alberts Werft sein. Bin ich jetzt raus? So. Wenn ich es richtig verstehe, treibt man immer das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spielt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum es selbst nichts bewirken kann. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Hör zu, ich weiß schon, dass dich das alles etwas überwältigt. Charon, die Immerpforte, diese Seelenfährleute, dieser Ort, dieses Schiff, dass ich hier bin, das ist eine Menge. Du fragst dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erst einmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort ausprobieren. Die Welt geht zu Fuß. Angel?
Geht das? Ah, okay. Oh, das ist ja cool. Einfach mal hier so eine Runde angeln. Übrigens links oben das. Das ist die Zielanzeige quasi. Die uns zeigt, wie lange wir noch brauchen, bis wir am Ziel sind. Und oben rechts ist die Uhr, die uns die Tageszeit zeigt. Wir haben einen Schuh gefunden. Yay. Dann angeln wir jetzt noch ein bisschen. Also wir müssen uns um die Bedürfnisse der Seelen kümmern, wir müssen die füttern, umarmen, mit denen reden, denen gegebenenfalls auch Gegenstände geben. Und ja. Uns halt einfach um die Leutchen kümmern, die ja sonst niemanden mehr haben. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in der Zwischenwelt sind, da Moment. Da wären wir. Alberts Werft entdeckt. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der Zwischenwelt sind, da das ist quasi eine Kopie von der Welt, ist also so zumindest bruchstückhaft, dass das eine Kopie von den Welten sind, beziehungsweise von Orten, die diese Seelen halt kennen und die sie an irgendwas erinnern. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir einfach in der Zwischenwelt sind, wo halt die Seelen gelagert werden quasi, bis sie ihre letzte Aufgabe erfüllt haben, beziehungsweise erfüllt bekommen haben. Ich gehe jetzt zu Alberts Werft und verbessere dein Reisebrett. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs tippe ich auf mindestens 7 unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Okay, okay, wir können einfach hier runtergehen. Müssen wir auf E drücken? Ja, müssen wir. So. Los geht's. Guten Tag, Herr Hai. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenfährfrau? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hierher gesteuert. Quen hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ja, dann wollen wir sehen, was du da hast. Nette kleine Jolle. Sieht genauso aus wie die ich vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Karom war mit seiner düsteren, durchweichten Arsche nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern. Aber der Kunde ist nun mal König. Deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber gewitzeln, dass sie ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen. Wir arbeiten noch daran. Mal so ein kleiner Gedankenanstoß. Wenn wir die einzigen sind, die dieses Schiff bedienen können, da wir das Immerlicht haben und es ja sonst keinen gibt, der so ein Immerlicht hat, dann ist er ganz schön arm dran mit uns als einzige Kunden. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder wie neu funkeln. Zuerst benötigst du ein ordentliches Reisbrett. Weil heute ein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reisbrett kostenlos. Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Okay, reden oder verbessern? Verbessern. Ja, das ist unser Reisbrett. Damit bekommen wir das Gästehaus, der Garten, Feld und Kombüse. Das ist gerade unsere aktuelle Schiffsgröße. Und die nächste Schiffsgröße kostet 1200 Leuchtkugeln. Okay, da geht's noch weiter. Oh. Okay, das Schiff können wir also einige Male ausbauen. Schiffsaufwertungen. Ein Briefkasten, ein Eisbrecher. Damit machen wir das Schiff schneller. Damit können wir Steine kaputt machen.
Damit werden wir noch schneller. Damit beseitigen wir alle Flecken. Mond-Solo. Wieder schneller und wieder schneller. Okay, gut. Ja, und hier bekommen wir einiges an Zeug dazu, was wir haben können. Ja, gut. Dann kaufen wir jetzt erstmal das hier. Super. Du kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Schalte mir einen Besuch ab, wenn der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Okay, tschüss. Komm, Daffodil. Gut. Albert hat dir das Schiff gratis überlassen und der meint, es sei eine Leihgabe. Verdächtig. Ich werde so sagen, was er im Schilde führt, aber es klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Ja, ganz ehrlich, wenn wir die einzigen Kunden sind, die er hat... Wir sind voll genervt übrigens. Wenn wir die einzigen Kunden sind, die er hat, ist klar, dass er dann irgendwie versucht, an Kohle zu kommen. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuelle Aufgabe. Dieses Deck zu säubern. Geh zu deinem neuen Reißbrett über deiner Kajüte und wähle die Option bewegen. In diesem Modus kannst du Gebäude entfernen und ihre Ressourcen zurückerhalten. Nur zu, ich werde hier unten warten. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folgen machen will. Bearbeiten. Ich will das bearbeiten, genau. Ah. Ich will das abbauen. Okay, was bekomme ich dafür? Ahornstämme, leere Flaschen, alter Schuh und alter Teppich. Gut. Ich weiß noch nicht, wie lange die Folgen werden oder wie oft ich eine Folge bringe. Das muss ich dann noch gucken. Ich weiß, dass das Tutorial schon relativ lang geht. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Stella. Und dann hast du sogar genügend Ressourcen übrig, um ein Gästehaus auf deinem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neu angekommenen Seelen wie mir einen vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Nun ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen, aber das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß! Okay, ja, dann gucken wir mal direkt hier oben. Bauen. Genau, ein Gästehaus. Feld, Garten, Kombüse und da ist das Gästehaus. Okay, in deinem Gästehaus sind alle willkommen. Schön. In diesem Viereck können wir bauen. Ja gut, dann bauen wir es dahin. So, bitteschön. Das Gästehaus ist fertig. Dieses Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. Oh, warte. Was ist das denn? Da geschieht noch etwas. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Du weißt ja, was für eine miese Köchin ich bin. Ich bin auch nicht viel besser. Aber ich weiß nur, dass du ein wahres Talent fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen, würde mich aber sicher an einer Krete verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete. So absurd es auch klingt. Du solltest also wieder dein Reißbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich doch die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Ach verdammt, du brauchst Leuchtgelee. Und das erhältst du nur auf eine ganz bestimmte Art. Na schön, das hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Es gibt da etwas, das mir große Angst macht. Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen und für mich manifestiert sie sich immer als Qualm. Sieht sich so ein bisschen nach Depression an. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst. Das Leuchtgelee, das du für die Kombüse brauchst, kannst du nur von diesen Qualen erhalten. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck reiner Angst auf deiner Karte. Du kannst sie also nicht verfehlen. Also los, ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Ja, das meine ich. Das Spiel behandelt auch
psychische Erkrankungen wie auch Angstzustände zum Beispiel. Und die Dunkelheit, die alles Licht verschluckt, hört sich für mich sehr nach Depression an. Karte. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man keinen Hoffnungsschimmer mehr sieht. Ich will aber erst dahin. Dann zu dem Fall. Okay. Dann angeln wir jetzt noch ein bisschen. Ich meine, wir können eh nichts anderes machen, wenn wir hier sind. Ich weiß, dass wir. Also später haben wir noch einen Garten und können Gemüse anpflanzen, etc. Da wir die Leute ja halt auch, wie gesagt, verpflegen sorgen müssen. Und die. Leute auch verschiedene Vorlieben haben. Also ich kann die nicht immer nur Fisch reindrücken. Irgendwie sammeln wir gerade nur Heringe. Gibt's da noch was anderes? Also das Tutorial ist schon relativ lang. Das, was ich als Tutorial ansehe. Es ist halt schon viel zu tun. Ich denke mal, ich würde noch den Quallensturm machen. Dann sollte das für die erste Folge auch reichen. So. Wir sind gleich da. Warte. Moment. Da ist Zeug. Wenn Stella oder Duffy das Schiff verlassen, hält es an. Es wird weiter, sobald alle wieder an Bord sind. Nein. Ich will da... halte S gedrückt und dann Leertaste, um zu tauchen. Super. Es schwimmen hier nämlich immer mal wieder Sachen im Wasser und die können wir mitnehmen. Okay, da kommt jetzt gerade nicht dran an die Sachen. Wie zum Beispiel hier die Kiste. Da ist dann Zeug drin, was wir benutzen können. Samen, leere Flasche, Karottensamen etc. Ja. Oder halt hier am Schiff sind so leere Muschelschalen. Ja gut, da komme ich jetzt nicht dran, aber es ist schlimm. So, wir dürften... genau, das war ja hier bei den Kisten jetzt. Der sagt mir gleich, dass es zu dunkel ist zum Navigieren. So. Ich wollte euch aber noch das Gasthaus von dann zeigen. Schick hier drin. Oh, das ist sogar ein Bild von uns. Von mir und Daffodil. So, hier können wir die Stimmungen sehen. Die Seelen auf dem Schiff haben halt verschiedene Stimmungen und je nach Stimmungseffekten können die halt auch Sachen machen, wie zum Beispiel sie kauft Fasern ein, später verarbeitet sie die etc. Sie hat Hunger, ist angesichts ihrer neuen Reise optimistisch gestimmt und wurde vor kurzem umarmt. Ja, die Stimmungen können wir halt mit Essen, mit Treten und mit Kuscheln erhöhen. Und natürlich auch, wenn die später ein Haus haben. Ja, gut. Sind wir schon da? Mhm. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Mhm. Wie du bemerkt hast, hält das Schiff nachts an. Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt, weil dein Immerlicht nun mal Licht ist. Oder es steckt sonst irgendeine technische Sache dahinter. Mhm. Es hilft deinen Passagieren jedenfalls ruhig zu schlafen. Du kannst aber tun, was du möchtest. Arbeiten, abschließen oder einfach nur die Sterne genießen. Ich würde vorschlagen, dass du in deinem kleinen Raum oben in deiner Kajüte auch eine Runde schläfst. Mhm. Dann wirst du putzmunter aufwachen und das Schiff nimmt morgen wieder Fahrt auf. Oh, und wo wir gerade davon reden? Du weißt ja, dass ich schon immer eine Langschläferin war. Mhm. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken. Aber denk daran, läute sie nur zur rechten Zeit. Am frühen Morgen wäre perfekt. Und jetzt ist es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen, Stella. Mhm. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, wir sehen hier oben
dass jetzt Schlafenszeit ist und dann gleich ist Glockenzeit quasi. Also Zeit zum Aufwecken. Wir müssen nicht schlafen. Wir können auch, wie gesagt, halt ja, bis zum Morgen schlafen. Wir können halt auch zum Beispiel kochen in der Zeit oder den Garten machen oder halt angeln oder so. Aber wir haben gerade nichts davon außer das Angeln und deswegen wir schlafen jetzt einfach. Genau, das Schiff. Das Schiff fährt dann automatisch weiter. Ne, die Schiffsroute und die Uhr, die bleiben da. Achso, ich muss sie ja wecken, stimmt. So, jetzt sind die geweckt. Dann ist sie geweckt. Jetzt ist sie draußen. Oh, ist das cool, oder? Okay, jetzt geht's los. Verdammt, da kommen sie. Konzentriere dich auf die mit dem Leuchtgelee. Sie sollte leicht zu erkennen sein. Versuche aber allgemein so viele wie möglich zu fahren. Dafür erhältst du nämlich Glimps. Ich werde drinnen auf dich warten. Da draußen ist es anstrengend. Okay, nur zu. Ich glaube an dich. Okay. So. Ja. Diese Stürme sind halt diese Quallen, die wir sammeln müssen. Das ist nicht so einfach. Also jetzt im Moment ist es noch einfach. Aber die werden auch später immer höher kommen und dann müssen wir die ganze Zeit hier rumrennen, wie jetzt zum Beispiel. Ich kann da nicht hoch! Scheiße. Ja, wie jetzt zum Beispiel und dann müssen wir hier oben die Sachen halt. Wieso komme ich da nicht hoch? Also, jetzt. Oh, da rutsche ich ja runter. Ich glaube, es ist so mit Jump'n'Runs. Nein! Komm her! Oh, warum bin ich nicht hier oben geblieben? Ich habe genau einmal ein Leuchtschnee bekommen von denen. Ach, wieso sind das viele? Wieso sind das viele? Ah, da ist ein super. Wenigstens etwas. Geht das hier drauf? Oh, hier sind. Okay. Was ist jetzt? Okay. Okay. Ich bin wirklich beeindruckt. Du warst echt spitze. Du bist herumgerast und gehüpft wie eine Sternschnuppe. Völlig ohne Angst und zu zögern. Du bist auf jeden Fall immer noch auf Zack, Stella. Und du hast sogar genug Leuchtgelee gesammelt, um eine ordentliche Kombüse zu bauen. Hör zu, ich werde geduldig warten, während ich mich selbst verdaue. Yay. Hunger macht mich gereizt. Okay, dann bauen wir mal eine Kombüse. Das machen wir jetzt noch und danach. Ja. Da kann ich dann gerne mal bleiben. So. Du kannst jetzt den Ofen in der Kombüse verwenden. Das sollte ziemlich einfach sein. Du legst einfach eine Zutat in den Ofen und wartest, bis es gar ist. Du kannst es sogar mit diesen Maiskörnern versuchen, die ich in meinen Taschen gefunden habe. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder als Meisterköchin zu sehen. Du schaffst das schon. Okay, das machen wir jetzt mal. So, das ist der Ofen. Wir können kochen. Ich würde. Wir können Holz kochen? Was können wir denn mit Holz kochen? Okay. Wir können 5 Fische sogar direkt schon reinmachen. Moment. Okay. Ja, wir machen jetzt erstmal nur 3. Da ist eine Uhr. Okay, die kocht. Das kocht ewig. Ich hätte vielleicht nicht direkt. Kann ich noch rausholen? Ja, komm, ich hole ihn nochmal raus. Ich glaube, 3 auf einmal waren zu viel. Das kann ich später machen. Erstmal nur 1. So, das kocht. Nee, stopp, falsch. Ich muss hier hin.
Ich will nämlich jetzt gerade wieder zur nächsten Kiste fahren. Dann stehen wir hier nicht einfach nur sinnlos rum. Das dauert ja jetzt eh ein bisschen, bis es fertig ist mit Kochen. Und ja, das Spiel ist halt echt süß. Oh, ich kann die Katze kuscheln. Ja, das Spiel ist echt süß. Ich finde es super schön gemacht und ich freue mich darauf, unseren Seelen zu helfen, überzugehen und die letzten Sachen für sie zu machen. Okay, es ist fertig. So. Yay, gekrillter Fisch. Ich rieche es. Ich könnte gerade alles verputzen. Gib mir einfach was zu essen. Nun, so schnell werde ich also nicht sterben. Sie isst Kuchen. Danke, Stella. Das ist besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber eigentlich hast du in der Küche schon immer wundervoll gemacht. Vergiss nicht, Seelen leben nicht von Sonnenschein und Wasser alleine. Hin und wieder brauchen wir eine ordentliche Mahlzeit. Du musst selbst herausfinden, wem was schmeckt. Was mich betrifft, weißt du ja sicher noch, dass ich Seelenflüstergerichte schon immer geliebt habe. Und dass ich für eine Tasse Kaffee sterben würde. Ach, ja, wir sind uns ja ähnlich. Aber ich bin nicht sehr wählerig. Ich kann alles essen, aber nie dasselbe Gericht zweimal hintereinander. Oh, und bevor ich es vergesse, den hätte ich dir schon früher geben sollen. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert, aber ein Obolus ist ein Symbol des Übergangs. Jede Seele muss diese Gebühr entrichten. Aber ich habe das Gefühl, dass du das schon wusstest. Nun gut, verbessern wir deinen Karma weiter. Auf deinem Reißbrett hast du sicher schon die Baupläne für ein Feld und einen Garten gesehen. Das bedeutet, du kannst viele verschiedene Pflanzen anbauen und dieses Schiff zu einem hübschen Bauernhof machen. Ich denke, das Feld solltest du zuerst bauen. Die Ressourcen dafür sind in der Umgebung leicht aufzutreiben und dann kannst du Flachs anbauen. Daraus kannst du dann weitere Dinge herstellen. Neben dem Bau des Feldes sollten wir auch Samen dafür kaufen. Aber darum kümmern wir uns später. Du musst zu einer Insel in der Nähe fahren. Sie heißt Moossteinbucht und dort gibt es etwas, das wir brauchen. Ich werde es dir verraten, wenn wir dort sind. Ja, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt einen kleinen Cut setzen und in der nächsten Folge werden wir dann das Feld bauen, werden in die Moossteinbucht fahren und ja, werden halt weitermachen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, weil ich finde das Spiel echt niedlich und süß und es ist wirklich toll. Ja. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!